Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir gehen durch diese Tür. Einfach so. Was erwartet uns dahinter? Ich kann euch das sagen. Und zwar der Dungeon-Gegenstand. Und was bedeutet das? Natürlich ein Zwischenboss. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Ah, so. Ah, das sieht so cool aus. Überhaupt ist das einfach cool. Hallo. Ein Riesenschwert. Wow. Es glänzt wirklich sehr. Bebe ich oder das Ding? Okay, das war einfach nur Bug. Ja. Das ist ganz fies, was wir hier machen müssen. Wir müssen einfach diese Siegel zerstören, damit das Schwert erwacht. Das ist voll krank. Link, wieso tust du das? Als letzte... Hier, wenn du in einem Raum bist, die Tür geht nicht mehr auf und da ist ein Schalter. Self-Destruction. So ein roter Schalter. Irgendwann drückst du den einfach. Weil du sonst eingesperrt bist. Was sollst du machen? Ja. So. Wir wollen nicht gegen das Schwert kämpfen, sondern gegen den Geist, der dahinter steckt. Und der ist richtig... Ich finde, der ist super schön. Und ich esse ihn. So, jetzt ist er erstmal sichtbar. Oh, das ist richtig cool. Jetzt können wir ein Mensch werden und ihn angreifen. Ich glaube, wir brauchen... Wir können ihn nicht anvisieren, deswegen müssen wir ihn mit Pfeil und Bogen treffen. Bombenpfeile sind nicht nötig, aber ich will ihn gerade irgendwie damit treffen. Oh ja. Oh, er kommt. Also, für so einen Zwischenboss ist er richtig... Eigentlich hat er schöne Phasen, finde ich. So, ist recht umfangreich. Oh yeah. Bombenpfeile sind wirklich nicht nötig. Oh nein. Und... Oh. Ey, das war aber wohl getroffen. So, okay, man muss nur einmal als Wolf ihn erschnüffeln und dann einmal angreifen. Und töt. Töt. Oh. Tut mir ja leid, aber... Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Tschüss. Sind das Mini-Fledermotten? Nee, Motten sind das. Okay. Komisch. Wir könnten einfach rausspazieren, aber okay, weiter kommen wir dann nicht ohne den Gegenstand. Joa. Oh, das ist schön. Zeigt ja auch quasi, was wir hier bekommen. Man glaubt es gar nicht, das ist so ein komischer Gegenstand. Den hat man das erste Mal, glaube ich, so erfahren. Und zwar der Gleiter. Eine antike Maschine, mit der du dich über den Boden schwebend fortbewegst. Und dich dabei wie ein Idiot um dich herumdrehst. Naja. So. Die Lampe brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Naja, jetzt können wir halt diese Rillen hier langfahren. Das ist cool. Und abfliegen. Abfliegen können wir auch. Und zwar so. Oh, ich habe mich voll blamiert. Na gut. Gehen wir einfach weiter. Ach ja, schöner Start in den Part. Erstmal den Gegenstand geholt. Genau, jetzt können wir hier weiter. Vorher konnten wir ja nirgendwo mehr weiter. Und jetzt können wir abstoßen. Ach, warum macht er so einen Scheiß? Oh Mann. Oh. Okay. Man kann sich irgendwie aufladen. Das konnte man vorher nicht. So, hier ist jetzt ein riesiger Raum. Und hier ist auf jeden Fall ein Herzteil, den wir das, welches wir holen werden. Aber jetzt machen wir diese Kiste. Eine Kiste! Oh, 10 Bomben, sonst immer 5. Okay, da ist noch eine Kiste. Und wir laden uns auf und...
So können wir auf jeden Fall nicht im Sand versinken. Aber wir werden immer langsamer. Deswegen lohnt es sich nicht so damit zu fahren an sich. Aber es ist an sich eine coole Erfindung. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ich glaube, diese ganzen kleinen Kisten habe ich noch nie geholt. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier so ein Stempel versteckt ist irgendwo noch. Naja. Wir können ja mal auf die Karte gucken und schauen, wo noch eine Kiste fehlt. In die Richtung. Aber ich glaube, die kriegen wir dann noch. Naja, fahren wir erstmal hoch. Ah ja, ich weiß. Hier habe ich auch irgendwann mal einen Part beendet. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und den Part. Ich glaube, ich habe die letzten 5 Minuten des Parts damit verbracht, mich im Kreis zu drehen. Ich weiß nicht mehr genau den Anlass. Immer. Tschüss. Ja, zu mir auch. Tschüss. So, bist du das Herzteil gewesen? Ich glaube schon. Bist du. Wo ist vorne? Da ist vorne. Yeah, Herzteil. Noch ein weiteres, dann haben wir wieder einen. Und dann haben wir sogar die zweite Reihe. Weil. Ja, ist so. Oh. Irgendwo war hier noch eine Truhe. Achso, auf der anderen Seite. Da kommen wir, denke ich, nochmal hin. Hui. 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 Genau hier habe ich mich für immer gedreht. Ja, ich. Ja, ja, das machen manche Leute. Komische Leute heutzutage. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich weiß nicht mehr, 10 oder 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange ich mich da umgedreht habe. Eine ganze Weile auf jeden Fall. Ich fahre jetzt einmal erstmal rum, um zu gucken wegen der Truhe. Hier ist ja irgendwo eine Truhe. Bam! Du. Eine Truhe, hallo. Ein Stempel, Hylianisch D. Super. Superman, 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 Superman. 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 Oh, ich stoß mich hier ab, damit ich hier lang fahre. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüss, boah, ich hab mich verbuggt. Okay, nochmal. Das war witzig. Und zack. Superman. Oh. Nein, nein, nein. Ich kann noch gar nichts sehen. Wie soll ich denn hier überleben, wenn ich nichts sehe? Ach, Mann. Wie soll das denn gehen? Das war voll der scheiß Rhythmus. Penner. Nochmal. Da knackt mein Monitor. Okay. Ich weiß, du bist alt. Aber so alt nun auch nicht. So scheiße, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt, du Penner. Wenn es so weitergeht, kommen wir heute noch nicht zum Finale dieses Tempels. Hui, hui, hui. Okay, okay. Spaß. Ich bin ja... Cool. Das ist cool. Für faule Menschen. Und way! Und way! Und way! Und way! Und way! Jetzt war das ein schöner Rhythmus. Vorher war es richtig scheiße. Sind wir eigentlich schon beim Masterschlüssel? Ich glaube schon. Ja, ja, sind wir. Nu! Und so, Jörg. Ich glaube, ehrlich gesagt, den Boss schaffen wir dann nicht mehr zeitlich. Aber, naja. Werden wir dann ja sehen, wie. Der Tempel ist halt noch nicht. Nicht so lang. So, jetzt haben wir ja so ein schönes Zahnrad, was hier genau reinpasst, zufällig. Und können mit Y drehen. Und dann dreht sich alles andere und dann dreht sich, wie bei den anderen Räumen im Mechanismus, diese Tür quasi. Oh ja. Und das ist, glaube ich, schon der letzte Raum. Vor dem Boss. Und alle anderen Türen sind zu? Nein, leider nicht. Schade. Da können wir uns auch im Kreis drehen. Das ist ja cool. Aber so langsam. Warum? Das ist ja merkwürdig. Hä? Oh Gott. Ich
schneller. Ich werde sterben. Das erste Mal. Einfach so. Nein. Boah. Gut, Link. Du bist gut. Okay. Fahren wir einfach mal hier oben lang. Beziehungsweise hier lang. Nach oben. Ah ja, hier müssen wir irgendwann so dumm abspringen. Das habe ich früher auch manchmal nicht gut hinbekommen. Aber eigentlich, wenn man weit genug ist, geht das. Genau, hier sind... Hier sind noch ein paar Feen, wenn man braucht. Aber ich brauche keine Feen. So, kriegen wir es von hier aus? Ja. Man muss immer gucken, wo dieser komische Huckel ist. Von diesem Gebilde hier. Und wir fahren jetzt erstmal hoch, glaube ich. Nee, irgendwas anderes fährt hoch. So ein Ding. Fährt hoch. Aus dem Sand. Yeah. Und jetzt können wir nochmal hier lang. Und sind beim Boss. Yeah. Ich glaube, wir gehen auch direkt rein. In 8 Minuten schaffen wir es. Schaffen wir alles. Boah, die Ketten. Ich glaube, wir haben auch alles vom Tempel eingesammelt und so. Und das ist super. Und naja, der Boss könnte zwar 8 Minuten dauern. Aber das, was danach kommt, nicht immer. Egal. Ich werde schon sehen, wie ich das schneide und so. Ja. Oha. Oha. Hallo? Skelettboy? Okay, Zanto, hallo? Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich wohl... Und doch, welch ein Jammer. Wirklich bedauerlich. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Wieso leider? Und warum sprichst du so schnell? Ich konnte doch nicht alles lesen. Ich meine, hören. Schönes Schwert. Nein, rammst ihm doch nicht ins... Aua! Du bist... Aua! Wieso sind alle so asozial? Tschüss, Zanto. Warum auch immer du plötzlich auftauchst, das ist voll random, aber okay. Vielleicht, weil wir in der Nähe von dem Spiegel sind und... Naja. Jetzt hat er erstmal Zeit, den Spiegel in Sicherheit zu bringen oder so, ne? Und vielleicht habe ich jetzt gerade mal andere Sorgen. Dieses wunderschöne, komische Ding. Ich frage mich, was es mal war. Also wie es mit Haut und vielleicht Schuppen oder so aussieht. So ein Drache oder... Was war's? Der Teufel vielleicht? Riesenfossilbestie, Skelettulor. Okay. Nicey dicey, aber wir stecken erstmal fest. Wir sind verbuggt. Was ist das für eine What the hell? Dieses Spiel hat ein paar Bugs. Wir haben ja schon mal einen gesehen. Wie wir einfach durch die Wand laufen und plötzlich ins Nichts fallen. Aber. Ja, das war gerade ein bisschen merkwürdig. Da kommt was. Genau, wir müssen halt seine Wirbelsäule zerstören und seine restlichen, voll gemein, seine restlichen körperlichen Eigenschaften oder Überbleibsel nochmal richtig kaputt machen. Wir sind so gemein. So gemein. Ich hab seine Hand getroffen. Und dann. Es sind auf jeden Fall mehr von diesen Dingern aufgetaucht, plötzlich. Glaube ich! Hä? Das ist so witzig. Oh oh. Au! Okay. Und nochmal. Wir haben eigentlich keine andere Wahl, als abzuwarten, bis dieses Ding da weg ist. Beziehungsweise wir müssen irgendwann absprechen, weil diese fiesen Dinger kommen. Oh, er ist schon besiegt. Weißt du, ein schwacher Gegner. Oh, sein Auge leuchtet nicht mal mehr. Und er versinkt irgendwie im Sand und alles andere auch. Und warum? Hä? Keine Ahnung, hä? Oh. Wo ist sein Körper hin? Wo bin ich?
Hallo. Ah. Machen wir doch mal das. Weil ich will ihn dabei beobachten. Ach ja, den würde ich mir als Trophäe ans Pferd hängen. Das würde ich glatt tun. Leider habe ich kein Pferd. Und doch, ich habe Ebona. Was auch immer wir jetzt gerade betätigt haben. Ah, die Tür. Oh. Oh nein, es leuchtet wieder. Wir mussten ihn nur einmal anstupsen, damit er wieder aufwacht. Und hinter uns ist der Abgrund. Aua. Haben wir Schaden bekommen dadurch? Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, andersrum gespielt, dass ich in die andere Richtung gefahren bin. Oder zumindest habe ich das letzte Mal gesehen. Das ist aber die Wii-Version. Oder der Heldenmodus. Die Spiegelverkehr ist furchtbar. Und tschüss! Das ist der Schwert-Sound, der ich greife jetzt mit dem Schwert an. Und Schwert und Schwert und Schwert. Wow, ja. Alter, wie viel steckst du ein, oh fieses Ding. Und wir fahren erstmal, wir drehen uns erstmal ein bisschen, ey. Aber jetzt kommen schon diese Stachelviecher uns entgegen. Da müssen wir natürlich auch ausweichen. Aber wir müssen trotzdem gleichzeitig so hoch wie möglich, damit wir Ausweichmöglichkeiten haben, sobald der wieder auftaucht. Genau. Und das war bescheuert. Scheiße. Alles von vorne. Dabei waren wir so in einer guten Höhe. Ich war nur zu gierig. Ich wollte unbedingt noch weiter oben, beziehungsweise im allerletzten Moment springen. Leider war der Moment doch etwas zu überschritten. Jetzt mache ich das nicht nochmal. Oh, das war ein Fehler. Tschüss. Ich töte dich. Das schöne rote komische Male, die auftauchen, wenn ich dich schlage. Ui. Geh beim letzten Mal, aber beim nächsten Mal wird es das letzte Mal sein. Jetzt sind auf der anderen Seite auch noch diese Stachelviecher. Oh nein, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Boah, das war scheiße und gemein. Was hätte ich denn tun sollen? Das war unfair und gemein, Kakarott. Fällt mir nur gerade dazu ein. Einer meiner Lieblingsstellen in Dragon Ball Z. Und das ist das Blöde hier. An diesen Dingern. Man verliert halt so schnell an Höhe, wenn man abspringen muss. Aber naja, das ist halt so. Man muss irgendwie damit leben. Aber dafür kommt er relativ früh, offenbar. Und die Dinger sind verschwunden. Das muss man auch erstmal wissen. Ich glaube, die bleiben einfach asozialerweise immer doch nicht. Scheiße. Oh Mann. Bam, bam. Abspringen und sich nicht töten lassen. Eigentlich müsste man sozusagen hier und sofort abspringen. Weil sonst verliert man eigentlich immer noch an Höhe. Und da kommt er wieder. Hallo. Und zack. Oh nein, das war falsch. Weil hier geht es nur geradeaus und nicht weiter hoch. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen schneller sein. Oh. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, mit einer Wirbelattacke. Oh. Jetzt tut er mir schon ein bisschen leid. Oh, jetzt fällt der Kopf auch noch so richtig böse. Unser Kiefer.
Oh. Ich hätte ihn als Haustier behalten, wirklich. Ja, davon hätte ich Angst. Gut. Ich habe überlegt, ich gehe erst im nächsten Part durch diese Tür. Und dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr Story. Gehen wir, Matt. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Aber erst krallen wir uns dieses Herzteil, beziehungsweise den Herzcontainer. Und wir haben eine zweite Reihe. Yay! Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Der Kampf war auf jeden Fall sehr cool. Ich mag den Gegner. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir durch diese Tür hinter mir schreiten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.